Willkommen zu einem neuen Part von Age of Mythology, der Extended Version. Es ist lange her, dass ich mal wieder gespielt habe. Ich entschuldige mich auch, dass es so lange gedauert hat. Aber es ist noch einiges dazwischen gekommen mit Studium und allen anderen Sachen. Also Studium, Weiterbildung, nennen wir es mal so. Und es ist, ja, wie gesagt, lange her. Aber ich konnte ja ein bisschen bei einem neuen Herren, den ich kennengelernt habe, über YouTube, bei The Walking Meat. Hallo, hallo. So, dann wollen wir hier mal wieder ein bisschen nach vorne laufen. Wir haben ja alle ein bisschen gelitten. Hallo, hallo. Macht sie kaputt. Und da ein bisschen kaputt. Hallo, hallo. Das ist weggeflogen. Macht sie kaputt. Lege. So, dann kommen wir hier nach oben. Hallo, hallo! Malista. Kalos. Prosche. Komm mal ein bisschen zurück. Ich möchte gerne, dass sie es überlebt. Wegen diesen blöden. Aber jetzt könnt ihr sie hauen. Esst sie auf! Bitte gerne. So, alles kaputt machen. Also, fickt ihn weg. Ihr geht mal hier rüber. Macht das kaputt. Holla, ha! Hey, macht das kaputt. Ihr geht da mal drauf. Die können das. Mach den kaputt! Bum, 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 bum! Oh ja, wir haben gewonnen! Sehr schön! Wir haben also seine ganzen Sachen abgehalten und es geht weiter. Das kennen wir ja alles schon. Wir haben jetzt hier den Tartaros gefunden, oder den Eingang. Rot und purpurn stürzen sie durch das güldene Morgenrot aus den Tempeln. Ui! Die Götter! Gagarensis, der Bruder von Gargamel. Ich warne euch nur einmal. Genug geredet, Feigling. Stellt euch mir. Atlantis fürchtet euresgleichen nicht. Das sollte es. Ich habe euch gewarnt. Verfolgt ihr mich weiter, werde ich weder euch, noch eure Stadt, noch euren Sohn verschonen. Er ist doch schon tot. Ui. Gagarensis, der Bruder von Gargamel, ist aber hart drauf. Die Offenbarung. Ui. Also kommen jetzt die Engel und alles Mögliche. Offenbarung heißt da übersetzt, die Wahrheit, eine göttliche Wahrheit enthüllen. Eine gigantische Festung mitten im Nichts zum Schutz eines riesigen Schachts, der hierhin führt. Und ein Zyklop, der Feuer auf uns regnen lässt. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier nicht mit einem Banditen zu tun, Chiron. Was meint ihr mit hier? Ihr meint Erebos, das Erebos. Reich des Hades. Ui. Wir befinden uns in der Unterwelt. Was? Ja, im Erebos. Was wohl dahinter ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was hinten aber dran ist. Da sind die Titanen eingesperrt. Obwohl es ja lustig ist, dass nicht alle Titanen im Hades eingesperrt wurden. Einige wurden ja auch in den Bergen eingesperrt. Andere auch woanders, also kann man so eigentlich nicht allgemein sagen. Wir laufen jetzt hier aber mal durch die Unterwelt durch, weil die Unterwelt. Verstärkung! Oh, schön. Ich will mich auch noch ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen. Einfach möglichst, dass die Helden vorausgehen. Weil es sind halt mystische Einheiten und die können dann die nicht hochheben. Du bist tot. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil die machen ja das Tor hier kaputt. Aber ich würde mich gerne hier zuerst noch umsehen, bevor wir zum Tor gehen. Könntet ihr mal hier... Was ist denn? Warum... Laufen die denn nicht? Was ist denn... Hä? Warum können die denn hier nicht durchlaufen? Oh, toll.
Okay, die Hälfte meiner Leute will sich nicht mehr bewegen. Seht ihr das? Akantos hat sich festgebockt. Prosche. Lustig. Die Hälfte. Nein. Okay. Also Akantos will sich nicht weiter bewegen. Daneben. Dann wird er halt nicht mehr. Keine Ahnung. Dann müssen wir halt ohne Akantos weitermachen. Der hat sich irgendwie festgebockt. Warum auch immer. Okay, hier ist ein Zyklop. Zyklopen sind böse, aber die können mir, solange sie mich nicht aufheben, ist alles okay. Das ist eine Chimäre. Geht mal hier drauf. Geht mal hier hin. Nur ihr halt. Akantos hat sich festgebockt. Kommt mal helfen. Wir haben Probleme hier. Müsst ihr kaputt hauen. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Hier mal hin. So, hier kann also keiner mehr durchmarschieren. Schau mal hier hin. Also es ist irgendwie lustig, aber Dings ist wirklich der arme Kerl. Wir müssen einfach die Zyklopen davon abhalten. Oh, das war das. Wollte ich gar nicht. Oh. Wollte ich es doch. Dann wollte ich es doch. Wer nervt mich hier am meisten eigentlich? Du nervst mich am meisten. Die anderen sind wirklich nicht gerade die stärksten. Komm los! Mach sie kaputt! Was machst du denn da oben? Da alles rundherum gelogen. Gehörst du nicht dazu, oder was? Tsching! Sehr schön, machen wir das noch ein bisschen. Gagarensis ist ja abgehauen. Lappen. Ja, kaputt machen! Das haben wir ja alles zugemacht. Dumm. Klonk. Macht's kaputt. Was ist denn mit euch eigentlich? Haben sich in den Boden gebockt. Irgendwie ist bei mir die Mission ein bisschen verbuggt, kann das sein? Lustig, aber egal. Wir werden einfach weiter darauf einhämmern, soweit wie es halt. Ordert die Verstärkung zur Ramme. Prostagma. Klar. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Ist der böse Vogel hier. Na, der fliegt nur dran vorbei. Akantos will er auch nicht mehr. Kann ich ihn wenigstens töten? Nein, kann ich auch nicht. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Das ist aber nett. Und gleich mal hier hin. Gebt euren nutzlosen Angriff auf. Nein. Nein, Gagarensis, machen wir nicht, Bruder von Gargamel. Ihr werdet die verscheuchen, die dann als Dings kommen und versuchen zu uns daran zu hindern, weiter anzugreifen. Weil ich müsste er jetzt denn eigentlich mal kommen, weil die Hälfte haben wir bald schon, da ist er erst bei 30%. Obwohl, ich finde lustig, dass die nicht getroffen werden, wo man die ständig mit Pfeilen. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Ist aber nett. Prostagma, gleich mal anrücken, meine Freunde. Könnten eigentlich noch ein paar dazu nehmen. Könnt ihr auch noch mitmachen. Das Tor zerbricht. Nein, das Tor zerbricht nicht. Lustig, eigentlich müsste er nicht irgendwann nochmal angreifen? Oder war das? Ist das schon? Oder ich weiß es nicht. Ey Jungs, geht mal nach hier oben. Einfach nur mal alibi-mäßig. Nur mal zum Schauen, ob wir nicht ein paar vergessen haben.
Doch, da kommen sie. Angreifen! Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Noch mehr? Hetimos. Leche Poro. Rück, angreifen! Was müssen wir tun, um diese Ramme zu zerstören? Prostagma. Ja, helfen gehen! Ist Volley! Sehr schön! Indem er die Ramme einfach kaputt macht. Was ihr auch ganz schön gut macht, meine Freunde. Sehr schön. Arcanthos. Auch wenn Arcanthos gerade ein bisschen verbuggt ist, der gute Kerl. Und er nicht vorbeikommen will. Wie die beiden hier unten, die sich in den Boden gebackt haben. Oh! Oh, der ist einfach, kann einfach nicht. Bist du zu weit weg oder was? Ah, ihr blockiert alles. Aha, nee, die sind also nicht verbuggt, aber Arcanthos. Noch mehr? Wie viel Verstärkung kommt denn hier? Poro! So, das. Bumm! Jolo! Wir sind die Besten! Hui! Dann mal so verhindert, dass ein Titan rauskommt. Die Ramme brennt. Da kommt, das hat sich fertig aufgehört zu backen. Sehr interessant. Ich dachte, ihr wäret so klug gewesen, meine Warnung ernst zu nehmen. Zum Glück führen mehrere Wege in den Tartaros. Dieser kann also ruhig geschlossen werden. Er kann zaubern. Er kann Erdbeben, Feuer, Regen und alles andere machen. Nächste Szenario. Sehr schön. Fremde. Ui. Sehr schön. Und es wird ewig dauern, hier durchzugraben. Der Zyklop sagte, es gäbe noch mehr Wege in die Unterwelt. Also gibt es auch noch andere Wege heraus. Sicherlich. Entschuldigung. Oh, die Schatten. Die Toten. Wir sind hier fremd, aber sie sind zu Hause in diesem Reich. Sie können uns hier herausführen. Ui. Die Schatten. So, wir haben also die wir sehen hier also gar nichts, ihr seht. Oh, Arcanthos will auch wieder mitmachen, das ist sehr freundlich von ihm. Oh, haben wir also einen Schatten. Schatten können auch Gegner nicht angreifen, also ihr seht, Schatten sind sozusagen unsere Speer. Wir greifen den an, weil der kann uns ja nichts. Töten Sie den Minotaur. Diese Schatten können für uns sehen und kämpfen, doch wir sollten Ihre Hilfe mit Bedacht nutzen. Erstmal ein bisschen nach. Das Reich durchqueren und seine verlorenen Reliquien bergen. Warum denn? Will ich doch gar nicht. Kalos. Spinnen! Spinnen, sag ich schon. Blöde Schlangen, die kotzen oder mich anblasen. Macht sie kaputt! Macht sie kaputt! Macht sie kaputt! Macht sie kaputt! Ksch! So, jetzt mal den Zaun hier einreißen. Die auch noch den Zaun einreißen. Dann erstmal die Schatten nehmen. Nach vorne mit euch, Jungs. Oh, das ist der Todesfluss Styx. Okay, wir haben hier Medusen. Drei an der Zahl. Das Problem an Medusen ist, dass sie uns versteinern können. Also die normalen Soldaten jedenfalls. Der Medusa-Matriarchin Mythischein kann meisten Soldaten aus der Entfernung versteinern. Das macht sie eben so wahnsinnig gefährlich. Ich bin eigentlich der Meinung, wir gehen mit einem Schatten, mit zwei Schatten, zwei von denen ausräuchern und einen behalten bei uns. Medusen sind böse. So, sehr schön. Dann mal so machen, dass wir die vorne haben. Greifen wir uns den Zyklopen. Hat geklingelt, egal. Machen wir noch schnell. Nein. So, jetzt schön auf die Medusa, dass sie uns so angreift. Weil solange sie sich auf einen Helden konzentrieren muss und nicht unsere. Ah, perfekt. Hat doch super geklappt. Sehr schön. Dann nehmen wir mal wieder die Soldaten mit. Malista. Nehmen wir uns noch den Zyklopen mit. Der kann ja nichts. Der steckt nur noch Zwiebeln. Brrr! Brrr!
es tut. Was ist hier unten eigentlich? Mal schauen, ob hier noch was ist. Ah, perfekt. Kriegen wir noch einen neuen Schatten dazu. Können wir hier noch was machen? Ah, perfekt. Ich glaube, wir nehmen die Schatten mal mit. Ihr kommt mal mit. Ihr kommt mit, ich brauche euch alle. Broschische. Da kommt ja eh nur einer. Soll ich mal angreifen, den Lappen. Der kann auch noch sterben. Ah, nicht den anderen weghauen. Gleich hier mal noch das Zeug einreißen. Guten Tag sagen. Hier noch einreißen. Also ich weiß nicht, aber für einen Dings brauchst du jetzt nicht wirklich einen Dings anzuschreien. Prostagma. Ah, ich dachte, ich hatte noch mehr von euch. Dort ist die erste Reliquie. Ja, aber ich hab's mir doch fast noch gedacht, ein Manticore. Doch, diesen netten Herrn werden wir uns erst im nächsten Part annehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Age of Mythology. Bis dahin sage ich, bis ich bin draußen. Auf Wiedersehen.